Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe es schon ungefähr 100 Mal angekündigt, ihr habt es im Titel gelesen. Ich glaube, ich muss nicht groß erzählen, worum es hier heute geht. Ich stelle euch meine restlichen begonnenen bzw. beendeten Buchreihen aus dem Jahr 2020 vor. Das hier ist der zweite Teil zu einer zweiteiligen kleinen Videoreihe, in denen es um alle meine begonnenen und beendeten Reihen 2020 geht. Ursprünglich war der Plan, dass ich ein Video zu begonnenen und ein Video zu beendeten Reihen mache. Da ich aber zu wenig Reihen beendet habe, als dass es sich lohnen würde, ein eigenes Video darüber zu machen, gibt es halt eben die Hälfte der beendeten und begonnenen Reihen in diesem Video und die andere Hälfte gab es schon in dem anderen Video. So, ich glaube, das ist ziemlich klar. Und deshalb fangen wir jetzt an und zwar mit der anderen Reihe. Ihr erinnert euch, im ersten Video habe ich erzählt, die eine Reihe, die ich sowohl begonnen als auch beendet habe in 2020, war die Grisha-Trilogie. Und eine andere Trilogie habe ich auch in 2020 begonnen und auch direkt wieder beendet. Und die Rede ist von Die Tribute von Panem von Susan Collins. Ja, mittlerweile wisst ihr ja, dass ich die Tribute von Panem-Trilogie noch nie zuvor gelesen hatte. Und es wirklich mein allererstes Mal war, dass ich die Reihe gelesen habe. Und es hat mir wirklich unfassbar gut gefallen. Ich hatte super, super viel Spaß mit dieser Reihe. Ich habe, glaube ich, für keines der drei Bücher länger als 3 Tage gebraucht. Es war einfach toll. Es war eine super geile Leseerfahrung. Und ich bereue nichts. Ich bereue gar nichts damit. Ich freue mich einfach super, dass ich diese 3 Bücher letztes Jahr gelesen habe und dass ich die Reihe sowohl begonnen als auch beendet habe. Als nächstes eine Reihe, bei der ich euch danken muss, dass ihr mich dazu überredet habt, diese Reihe zu lesen. Denn ohne euch hätte ich sie wahrscheinlich noch immer auf dem Sub und hätte nie damit angefangen. Die Rede ist von Vollendet von Neil Schusterman. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir gesagt habt, dass die Reihe wirklich toll ist und dass ich sie dringend anfangen muss. Denn ja, das Cover hat mich einfach unfassbar abgeschreckt. Diese Taschenbuchausgabe finde ich wirklich extrem hässlich. Ich mag die gar nicht, also die gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Aber das Buch dahinter ist wirklich toll. Es geht um eine Jugenddystopie, also ich glaube, es ist auch eine Trilogie, also so eine Jugendtrilogie-Dystopie, wie auch immer. Also so wie die Tribute von Panem auch. Und es geht um Mädchen und Jungen, die halt ja irgendwie dem Staat übergeben werden, so quasi als komplette Organspende. Also die werden von ihren Eltern oder von ihren Vormunden halt einfach zur Verfügung gestellt, wirklich komplett gespendet zu werden. Komplett, der ganze Körper wird dann verarbeitet als Organspende. Und das ist wirklich krass. Und dann geht es halt eben um ein paar Jugendlichen, die sich halt dagegen erheben. Und ja, darum geht es in Vollendet, in der Vollendet-Reihe. Und danke, dass ihr mich gezwungen habt, den ersten Band zu lesen, obwohl der so hässlich aussieht. Und ich freue mich auf die weiteren Bände. Und ich werde mir, es gibt noch eine andere Ausgabe im Paperback-Format, ich werde mir einfach eine andere Ausgabe holen und dann habe ich auch schöne Ausgaben von dieser wirklich, ich hoffe, tollen Reihe. Also die werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Vielleicht sogar schon dieses Jahr. Dann als nächstes noch eine Reihe, mit der ich angefangen habe, wo ich auch schon direkt den zweiten Band letztes Jahr gelesen habe. Ja, die auch schon wirklich sehr alt ist und auch super viele Leute haben die gelesen. Die Rede ist von Tintenherz von Cornelia Funke. Ja, der erste Band der Tintenweltreihe. Ich habe den zweiten Band Tintenblut auch letztes Jahr schon gelesen und plane eigentlich den dritten Band Tintentod dieses Jahr auch noch zu lesen. Dann habe ich 2020 die Reihe begonnen und 2021 die Reihe beendet. Ich glaube, das wäre ganz gut, die Trilogie. Beziehungsweise ich habe sie ja nicht beendet, denn dieses Jahr kommt ja noch ein 4. Band raus. Interessanterweise, sehr interessant. Ja, über die Tintenweltreihe muss ich, glaube ich, auch nicht viel erzählen. Die kennt ihr, glaube ich, auch alle. Sichtig tolle Reihe. Der zweite Band hat mir noch wesentlich besser gefallen als der erste. Auf den dritten habe ich nicht so super Lust, habe ich schon mal erwähnt, da ja das Ende vom zweiten Band den dritten Band so für mich so irgendwie... Ich habe nicht so wirklich Lust darauf, weil das Ende vom zweiten irgendwie sowas andeutet, worauf ich nicht so wirklich Bock habe. Mal gucken. Aber ich werde ihn auf jeden Fall dieses Jahr hoffentlich lesen. Dann habe ich eine Trilogie begonnen, wo ich auch wieder den zweiten Band schon letztes Jahr direkt hinterher gelesen habe. Die Rede ist von Die letzte Drachentöterin von Jasper Ford. Die letzte Drachentöterin-Trilogie ist eine Jugend-Kinderbuch-Trilogie von Jasper Ford. Der zweite Band, Das Lied des Quarktiers, habe ich letztes Jahr auch gelesen. Und es geht um die 15-jährige Jennifer Strange, die halt eben ja in einer Welt lebt, in der Magie zwar existiert, aber halt so genauso wie Strom halt irgendwie. Und sie kriegt dann die Prophezeiung, dass sie den letzten Drachen töten wird. Aber sie will den überhaupt nicht töten, sie will gar keine Drachentöterin sein.
Ja, und sie muss sich dann halt aber irgendwie damit so ein bisschen rumschlagen. Und es ist typisch Jasper Ford, sehr, sehr witzig, sehr, sehr durchgedreht, total durchgeknallt, also wirklich total kurios, aber richtig toll. Und ich hatte super viel Spaß mit Die letzten Drachentöterinnen und auch mit Das Lied des Quarktiers. Ich versuche, dass ich dieses Jahr auch noch an den dritten Band komme, dass ich mir den auch noch besorge und dann dieses Jahr die Reihe beende. Eine Reihe, die ich niemandem von euch empfehlen kann, die mir aber trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht hat, beziehungsweise der erste Band hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, die habe ich auch letztes Jahr begonnen. Die Rede ist von Sturz in die Zeit von Julie Cross. Habe ich auch schon ganz häufig drüber geredet. Ein nicht so gutes Buch, was wirklich einige Mängel hat. Aber ich hatte super viel Spaß mit diesem Buch, denn es war dann die erste Leserunde, die ich hier in meinem Leben gemacht habe. Und gemeinsam mit der Steffi habe ich mich dann über dieses Buch wirklich beömmelt und wir haben uns dann wirklich echt ein bisschen drüber lustig gemacht. Und das war toll und ich werde den zweiten Band dieses Jahr auch lesen und hoffentlich können wir genauso viel wieder lachen wie beim ersten Band. Es geht um so einen Typen, der durch die Zeit reisen kann und dann aus Versehen 2 Jahre zurück in die Vergangenheit reist und halt da stecken bleibt. Und ja, dann versucht, dass seine Freundin aus der Zukunft sich vor 2 Jahren wieder in ihn verliebt. Darum geht's. Ist eine Trilogie. Ich hoffe, der zweite Band, den habe ich auch schon da. Ich hoffe, dass der auch genauso viel Spaß macht wie der erste. Aber wie gesagt, ich würde niemandem von euch diese Reihe empfehlen, sie wirklich ernsthaft zu lesen, denn es ist nicht ein super Buch. Dann habe ich noch die neue Thriller-Reihe von Ursula Poznanski angefangen, und zwar Vanitas. Der erste Band Schwarz wie Erde und der zweite Band Grau wie Asche. Wie gesagt, den zweiten habe ich auch schon gelesen. Ursula Poznanski mag ich sehr gern. Sie schreibt meiner Meinung nach echt gute Bücher. Und so hatte ich auch sehr viel Spaß mit Vanitas. Der zweite Band war noch ein Ticken besser als der erste. Ich finde, man hat wirklich gemerkt, dass sie sich in diese neue Storyline mit diesen neuen Charakteren irgendwie erstmal ein bisschen hineinarbeiten muss. Es geht um eine Frau, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ich habe es vergessen, ist auch egal. Steht hinten nämlich auch nicht drauf, oder steht es hier vorne drin? Caroline, es geht um Caroline, die in einem Blumenladen auf dem Wiener Zentralfriedhof arbeitet, aber eigentlich eine dunkle Vergangenheit hat. Und dann kommt ein Blumengruß zu ihr, der halt, ja, quasi irgendwie diese Vergangenheit wieder aufleben lässt. Ich mag das Cover sehr, sehr gerne und das Buch hat mich auch nicht enttäuscht. Ich hatte sehr viel Spaß mit Vanitas. Dieses Jahr kommt im März der dritte Band raus. Mal gucken, ob ich den auch dieses Jahr wieder lesen werde. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, Vanitas von Ursula Poznanski hat mich auch nicht enttäuscht. Dann habe ich eine Trilogie angefangen, die ich auch plane, dieses Jahr im Juni weiterzulesen. Ich habe den ersten Band gelesen und ich habe sie komplett schon da, denn es ist die komplette Trilogie in einem Band. Die Prinzen von C.S. Packett. Ja, der erste Band ist Der verschollene Prinz, der zweite Band ist Das Duell der Prinzen und der dritte Band ist Die Rückkehr des Prinzen. Ja, der erste Band, ich habe mir das hier so markiert, ist ungefähr so dick, der zweite ein bisschen dicker und der dritte dann am dicksten. Wobei, ich weiß nicht, hinten ist glaube ich auch noch irgendwie ein Anhang oder ein Verzeichnis oder sowas drin, also vielleicht sind der zweite und dritte ungefähr gleich dick. Es geht um einen Prinzen, der entführt wird aus seinem Königreich oder halt verkauft wird aus seinem Königreich raus, weil halt irgendwie jemand anders an die Macht möchte und dann als Sklave an das verfeindete Königreich verkauft wird, da halt aber irgendwie nicht preisgeben kann, wer er ist. Und dann geht es halt irgendwie darum, dass der Typ, also der Prinz von dem verfeindeten Königreich und der Prinz, der verkauft wurde, also es ist kompliziert zu erklären, also ohne dass es total bescheuert klingt. Also, der verkaufte Prinz wird der Sklave von dem verfeindeten Prinzen. So, und die beiden halt, ne? Genau, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der erste Band endete irgendwie so mittendrin gefühlt, obwohl das wirklich als einzelnes Buch konzipiert ist. Also ich habe halt auch wirklich nur diesen Teil hier gelesen. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser als der erste. Ja, mal sehen. Und ich mag diese Ausgabe irgendwie, kommen alle 3 Bände in einem Buch. Es gibt den ersten Band gedruckt und den zweiten und dritten halt nur als E-Book. Und dann gibt es halt wieder alle 3 in einem. Deshalb habe ich mir halt direkt alle 3 in einem gekauft. Dann habe ich eine Reihe angefangen, von der ich den ersten Band gar nicht mehr hier habe, denn die wurde mir ausgeliehen. Ich habe jetzt hier einen der Folgebände stellvertretend da, und zwar Flavia De Luce oder De Luce oder De Luce. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist ein italienischer Name, aber die Handlung spielt in England und es ist auch eine Engländerin. Keine Ahnung. Es geht um die 11-jährige Flavia, die halt eben ja, so Rätsel und Morde und irgendwie ja, Krimis generell irgendwie löst. Und der erste Band ist Mord im Gurkenbeet, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe 2 weitere Bände hier, ich weiß jetzt nicht, ob das der zweite oder der dritte ist, habe ich jetzt irgendwie gerade nicht mal nachgeguckt. Alan Bradley hat die geschrieben, werde ich dieses Jahr auf jeden Fall auch weiterlesen. Dann kommen wir jetzt zu den Reihen, beziehungsweise zu der Reihe, die ich zwar begonnen habe, aber die ich nicht weiterlesen werde. Im letzten Video waren es 2 Reihen, die ich begonnen hatte, aber wahrscheinlich nicht weiterlesen werde. Hier ist es nur eine, und zwar ist die Rede von Endgame, die Auserwählten von James Frey. Ja, der erste Band eben der Endgame-Trilogie
Hat mir nicht gefallen, war meiner Meinung nach kein gutes Buch. Ist auch so eine Jugendbuch-Trilogie und es geht um ein Spiel, bei dem halt irgendwie 12 Jugendliche auf den Tod gegeneinander antreten müssen, um halt irgendwie ihr Leben zu retten oder so. Ja, das Buch ist nicht gut. Also es hat mir wirklich nicht gefallen. Es ist irgendwie so ein bisschen wirr, es ist irgendwie so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, muss nicht sein. Also habe ich ausführlich drüber geredet. Guckt euch dazu vielleicht meinen Monatsrückblick für den November an. Ja, also, nee, die Reihe werde ich nicht fortsetzen. Und dann habe ich 2020 noch zwei Reihen beendet, die ich aber schon Jahre davor mal angefangen hatte, über die ich aber auch schon so viel gesprochen habe, dass ich sie jetzt nur der Vollständigkeit halber hier kurz in die Kamera halte. Die Rede ist einmal von The Edge Chronicles, der 13. Band, beziehungsweise der 3. Band von der Kate-Saga, der allerletzte Band der Klippenland-Chroniken. Hat mich emotional zerstört. Ich habe schon super oft darüber geredet. Ja, die Reihe ist jetzt vorbei, traurigerweise nach 10 Jahren und sad. Und im Sturm der Echos, der letzte und finale Band der Die Spiegelreisen-Reihe von Christelle Dabot, habe ich auch schon ganz häufig drüber geredet, über die Reihe und auch exakt über dieses Buch. Kommt im Februar auch wahrscheinlich noch ein extra Video nur zu Die Spiegelreisen-Reihe, wo ich ein bisschen so über die Reihe rede und ja, da so ein bisschen was drüber erzähle. Genau. Tja, so viel dazu. Das war's. Das sind alle Reihen, die ich 2020 begonnen, angefangen bzw. abgebrochen habe. Beziehungsweise ist es die Hälfte all dieser Reihen, weil die andere Hälfte ja schon in dem anderen Video besprochen wurde. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das natürlich jetzt gerne nachholen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne auch in die Kommentare, ob ihr auch eines dieser Reihen gelesen, angefangen, abgebrochen, beendet, wie auch immer habt. Und falls ihr das bei dem anderen Video noch nicht gemacht habt, dann schreibt mir hier auch andere Reihen gerne in die Kommentare, die ihr beendet, angefangen, abgebrochen, wie auch immer habt. Ja, darüber würde ich mich sehr freuen. Ich lese das immer super gern. Und ansonsten war es das jetzt wirklich für heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen. Und ich sage bis dahin.